time of your life, live, so that in that good time there shall be no ugliness or death for yourself or for any life your life touches. Seek goodness everywhere, and when it is found, bring it out of its hiding place and let it be free and unashamed. Place in matter and in flesh the least of the values, for these are the things that hold death and must pass away. Discover in all things that which shines and is beyond corruption. Encourage virtue in whatever heart it may have been driven into secrecy and sorrow. Despise evil and ungodliness, but not men of ungodliness or evil. These understand. Ignore the obvious, for it is unworthy of the clear eye and kindly heart. Clear eye and a kindly heart. In the time of your life, live, so that in that wondrous time you shall not add to the misery and sorrow of the world, but shall smile to the infinite delight and mystery of it. Was? Was ein Auftakt. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Meine Fresse. Kurze Anmerkung. Oh, es ist laut. So, jetzt. Ich hatte ja gesagt, wir spielen als nächstes Spiel von Bloober Team, nämlich The Medium. Ich hatte ganz vergessen, dass es davor ja noch das tolle Spiel Observer gab. Wo wir Rutger Hauer spielen, einen sehr begnadeten Schauspieler mit seiner besten Rolle in Blade Runner, und deswegen wurde ja auch nochmal sein Name eingeblendet. Der ist ja gestorben vor einigen Jahren, und ich habe das Spiel echt vor einiger Zeit mir gekauft in der System Redux Edition für den PC, und ja, wie gesagt, hatte ganz vergessen, dass dieses Spiel ja vor The Medium rauskam. Deswegen so Bloober Team chronologisch. Wir geben uns jetzt erstmal einen Observer, bevor wir The Medium anfangen. Deswegen, ich hatte in Layers of Fear auch noch gesagt, dass wir uns noch ein anderes Spiel angucken. Und da fiel es mir halt von Schuppen, wie Schuppen vor den Augen, als ich nochmal mein Regal durchsucht habe und dachte mir so, ey, da gab es doch noch Observer. Natürlich gucken wir uns das an, klar. Sehr geiler Einstieg. Das Ganze ist so ein bisschen angesiedelt in einem Cyberpunk-Setting, was natürlich auch zum Rutger Hauer passt, da er in Blade Runner mitgespielt hat. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Glaube aber, dass es alleine vom Setting her mich überzeugt, das zu spielen. Ob es jetzt genau so eine krasse Horror-Komponente hat, wie jetzt Layers of Fear, sehen wir dann. Ich würde sagen, wir starten dann mal direkt ein neues Spiel, aber zuvor muss ich echt noch am besten den Sound etwas runterstellen. Er ist geil, aber ein bisschen zu laut für meine Ohren. So. Wir starten ein neues Spiel. Los geht's. The year is 2084. If they told me what the world will become, I would not have believed them. First, there was the nanophage, the disease of transition, a digital plague that swept across the land, killing thousands upon thousands of augmented souls. A heavy cost for meddling with our minds and bodies. Then came the war, the big one, the great decimation. The West killed the East killed the West. There were no winners. Except for Kyra. The corporation seized power and forged the Fifth Polish Republic, a crooked empire of blood and ash.
There was no one left to oppose them. But still, they endured. And so it goes. The rich get richer as the poor rot away in their hovels, desperately looking for ways to escape reality. I am what they fear, a corporate tool of oppression, a despised leech that creeps into your dreams and feeds of your fears. If you don't remember, if you won't remember, that's when they call me. To access you, to gather evidence, to dredge up whatever's hiding in the darkest corners of your mind. My name is Daniel Lozelski. I'm an observer. You there? Come in, Lozarski. Lozarski, you there? Ich muss noch mal... Alter, das Spiel zerstört mich jetzt schon. Ich muss noch mal eine Lanze brechen, wie dieses extrem geile Intro. Wo Rutger Hauer, das ist seine Originalstimme, der liest das vor. Oh, diese Stimme, ich krieg Gänsehaut alleine schon. Plus, dieser Intro-Text könnte fast der gleiche Intro-Text sein von Blade Runner. Weil Observer war unterstrichen und in Blade Runner ist es Reploids, ist unterstrichen. Auch die Thematik hier, dieses Cyberpunk-Setting, wir starten im Auto. Bam! Was habe ich nur verpasst? Ich bin fasziniert. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hardy hard. I'm serious, Dan. You're serious. Mir fällt gerade auf, die Sprachausgabe ist Englisch, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber für meine überwiegend deutsche Zuschauer brauche ich natürlich auch noch Untertitel für die Leute, die wahrscheinlich dem Englischen eventuell nicht zu mächtig sind. Ich sage das nicht, dass es Leute gibt, die kein Englisch verstehen. Aber wie gesagt, Barrierefreiheit. Interaktion per Tastendruck. Monosound. Hacking-Minispiel überspringen. Untertiteloption. Ja. Schriftgröße. Muss jetzt nicht so groß sein. Hintergrundtransparenz. Ja, okay. Okay. Anwenden. Weil ich glaube... Na, Quatsch. Spiel. Untertitel anzeigen. Sprache Deutsch. Ja, es gibt keine englische Sprachausgabe. Ist ja egal. Also mich stört das nicht. Ah. Not in a while. Do it now. I need you in good shape. Oh. Drücke mittlere Maustaste zur Überprüfung deines Status und verwende von Synchro-Sign. Okay. Yes. Geh mal Controller, dreh durch. Stöpsel den mal ab. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah, yeah. Hast du Arbeit für mich? Ich brauche keinen Babysitter, hast du Arbeit für mich? Was ist das about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, not pretty.
The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time? Away from you. It's funny. Thought it would be easier. To hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know? I was so close to making a difference, setting us all free. And now it can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are, I'll come and get you. Shit. Dad, for once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control. Adam, can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Matriarch, display caller ID. Displaying now. Krasinski. That's new. Matriarch. Locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. He just had to hit bottom, huh? Rock fucking bottom. Was ein Einstieg, ey. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Auch in dem Auto, wie es da aussah. Das ist so fucking Cyberpunk. Das ist, es ist großartig. Was? Pollux. Überarbeitet? Verlieren Sie nicht den Kopf. Der neue Pollux PC ist leistungsstark und anwenderfreundlich. Atmen Sie auf. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie. Lassen Sie Ihr elektronisches Gegenstück die Arbeit übernehmen. Mit Cyberpunk-Spielen kriegst du mich immer. Also ist halt absolut mein Lieblingsgenre. Und dann auch vor allem noch gemixt mit Horror. Mwah. Fuck yeah. Also ich weiß nicht, was man mehr will. Also mich haben sie direkt. Hey. Was ist, Robo-Freund? Na?
Was ist hier los? Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, Tenant? Huh? Was? Ja, nein. Was? What? No. Family. Family. No. Tenant? Ja. Sort of. Name? Last name, Lazarski. Not on the record. You're sure? Check again. Tenant, name. Dann nehmen wir halt den. Grabinski. Leon Grabinski. Tenant. Oh. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Schade hierbei ist, das ist ein Stockbild, das kenne ich. Und das haben sie jetzt einfach nochmal ein bisschen nachbearbeitet. Ist ja auch an sich nichts verwerflich dran, aber ich dachte mir gerade so, das Bild kennst du doch irgendwo, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Der Polymath 31A. Das moderne holographische Display bietet eine Virtual Reality vergleichbares Eintauchen. Der leistungsstarke Prozessor bewältigt selbst die kompliziertesten Kalkulationen. Die kinetische Oberfläche bietet maximalen Komfort und beste Effizienz. Haben wir hier? Was, linke Maustaste gegen die Tür? Ja, okay. Der Macron 6 Tätowiergerät. Sehr geil. Das ist das. Ah, oh Mann, ey. Jetzt habe ich irgendwie mal wieder Bock auf so richtig Cyberpunk-Games, aber es gibt aktuell nicht so viel Geiles. Das nächste Geile wäre halt, wie heißt das? Stray, glaube ich. Wo man mit einer Katze spielt in einem Cyberpunk-Setting. Das ist auch sehr geil. Gucken wir uns auch an. Nächsten Monat kommt's raus. Bin ich schon mal sehr gespannt. Wir gucken uns das für die PlayStation 5 in dem Fall an. Weil da hatte ich es schon vorbestellt. Präzision eines Lasers. Hervorragende Leistung. Außerordentliche Qualität und vernünftige zu vernünftigen Preisen. Hey! Ja, Tür öffnen, wie es halt in jedem Duber-Team Titel der Fall ist. Attention, citizens. Curfew is now in effect in all class. Warum sieht hier alles auch so komisch? Warum sieht hier alles so komisch digital aus, frage ich mich. Hat das einen Grund? I'm not sure. Das ist es wieder, okay. Wir können ja durch keine anderen Türen gehen, der Rest ist verschlossen. Wir haben ein bisschen geruckelt, weil es speichert. Okay. WC. Zu. What? Why you don't let me in? Da wird mir angezeigt, wo ich bin. Okay. Geht nicht. Die geht. Was? Drücke Steuerung links zum Ducken. Ich find's irgendwie geil, dass das Setting hier nochmal ein ganz anderes ist als in den Layers of 4 Teilen. Plus,
nicht nur, dass wir jetzt ein Cyberpunk-Setting haben, sondern auch, dass wir so höchstwahrscheinlich ähnlich wie in Blade Runner Detektiv sind, ne? Also Harrison Ford ist ja in seiner Rolle ein Blade Runner gewesen, aber es ist ja auch mehr so Detektivarbeit, was er tut, und ähnlich sieht's ja hier aus. Wir sind von der Police, wir sind kein Detektiv, okay. Stimmt, die Marke hat man ja immer auch im Introfilm gesehen. Adam? What? Oh mein Gott. Was zum Henker? This is Lazarski 656210, setting up a crime scene. Ah, ich weiß, warum das so seltsam aussieht mit dem... ich habe das Sichtfeld sehr hoch gestellt, aber ich stelle es mal wieder ein bisschen runter, so im mittleren Bereich. 94, 95, irgendwie so. 90 Grad Sichtfeld. Weil... Ja, ist doch schon ein bisschen hoch. Ja, ich glaube, so ist besser. Drücke E zum Aktivieren der elektromagnetischen Sicht. Halte rechte Maustaste zum Analysieren des Kompasses des Opfers. Drück Q zum Aktivieren der Bivo-Sicht. Zum Analysieren des Objekts. Erratic cutting pattern, indicating the killer was in a frenzy. Risswunde. Blut. Spezies Homo sapiens. Typ keine Übereinstimmung gefunden. Warnung, Schadstoffe entdeckt. Forensische Daten konnten nicht extrahiert werden. Der Körper? ID check failed. Time of death about an hour ago, before he called me. Geschlecht männlich, Gewicht 70 Kilo, Größe 175 cm, Blutgruppe Fehler 6141, Warnung. Forensische Daten konnten nicht extrahiert werden. Okay, unter ihm? Ne. Warte, da ist noch was. Kann ich den umschalten? Was war nochmal? Okay. Das da. 6 Millionen Volt? Bist du doch mehr als tot. Struktureller Schaden entdeckt. Da ist noch was. Victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. Identitätsmixer. Modell keine Übereinstimmung gefunden. Hersteller keine Übereinstimmung gefunden. Warnung, illegale Software entdeckt. Nicht lizenzierte Hardware entdeckt. Okay. Sonst noch was? Können wir den auch so angucken. Dann suchen wir mal den Tatort. Was ist das?
Nicht zugehen. Okay, da ist nichts von Bedeutung drin. Wer weiß, vielleicht finden wir hier noch irgendwie weitere Hinweise. Okay, die kriege ich nicht auf. Vergiss es. Können wir anmachen. Können wir noch ausstellen. Hat dieses Gekritzel hier eine Bedeutung? Aber ich kann es scannen und mir angucken, aber ich krieg da leider keine Infos. Das sieht ja mal richtig geil aus, das Bild. Das würde ich mir auch hinhängen. Hat schon was. Collateral damage or evidence disposal. Cloud-Stations-Server. Modell Spezialanfertigung. Hersteller keine Übereinstimmung gefunden. Strukturelle Schäden entdeckt. Da ist noch was. Dafür brauche ich den Scanner nicht. Das ist ein Prozessor. Okay, dann können wir die Tür auch mal aufziehen. Was haben wir denn da noch? Ein Mainboard, ein sehr altes. Können wir das auch scannen? Hauptplatine. Master MX650. Aaron Inc. Sonst noch was hier? Das hier? This panel is busted. Signal must have come from somewhere else. Sicherheitskonsole. Struktureller Schaden entdeckt. Okay, auch Blut. Illegale Modifizierungen entdeckt, nicht registrierter Sicherheitscode. Guess I triggered the security system. Must be a way to deactivate it. Irgendwie muss es deaktiviert werden. Der Schrank hier. Seltsam das alles. Aber geil gemacht. Kann ich mit der Konsole hier interagieren? Kabel führen hier irgendwie überall lang. Da oben geht's weiter. Hier ist noch was. Da. Keine Ahnung. Wo soll der Code denn sein? Hab ich den irgendwo gesehen? Steht der irgendwo drauf? Ist der hier drin versteckt vielleicht? You never cared about this stuff. Hidden data storage. The encryption is too complex for my hacking tool. I'm taking it with me. Might be able to decode it later. Ok,
Okay, aber da steht der Code nicht drauf. Hat er den Code vielleicht mit seinem Blut geschrieben? Ich glaube nicht. Bei 3, 4, 5, hat das was damit zu tun? Code vielleicht? Ich glaube nicht, aber... Nee. Ist auf jeden Fall ein vierstelliger Code, den ich finden muss, aber... sehe gerade nicht, wo er ist. Ah, das macht so Bock, hier rumzusuchen und rauszufinden, wo was ist und so. So Detektivarbeit. Ich mag das total. Vielleicht ist hier irgendwie ein Hinweis. Auf diesem Ding hier. Könnte der Code sein? Im Mainboard vielleicht? Nee, unwahrscheinlich. Hier hinten, das haben wir noch nicht aufgemacht. Komm schon. Ah! Keine Signaturen, nichts. Okay. Steht der Code vielleicht auf der Tür? Wenn man sie so komplett zumacht, sehe ich dann da irgendwas? Nee. Ich sehe rein gar nichts. Aha. Steuerung ist manchmal nicht so präzise, wie sie sein sollte. Okay, da war nur das Mainboard drin, sonst nichts. Da oben ist noch ein bisschen Gerümpel, aber sonst war's das. Printed on real paper. It's archaic for you, Adam. Ah, guck mal, George Orwell, 1984. Okay, ich kann es nicht analysieren. Ja. Er hat viel Science-Fiction-Literatur geschrieben. Passt ja auch hier thematisch. 1984, das ist bestimmt der Code. Bingo. Jetzt kann ich wieder raus. What? Was zum Henker ist das? A glitch in the system. A brief story of the nanofarge. Sigmund Freud's Psychoanalytic Theory. So, ich kann es nur ein- und ausschalten, aber sonst nichts. Innenstadtentfernung, tragischer Unfall oder... aufrührerischer Angriff. Interessant auf jeden Fall, aber wir sind jetzt bei 35 Minuten. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss machen für heute und geiler Einstieg. Ich finde es so, so geil und ich frage mich, was echt noch passieren wird hier, aber Hammer.
Also rein von der rein von der Stimmung einfach her, ne? So ein mysteriöser Mordfall und dann sind wir hier und so dieses Daten-Cyberpunk-Setting, es ist einfach so, die ganze Mixtur macht das aus. Extrem geil. Also finde ich bisher wesentlich geiler als Slayers of Fear. Ich meine, klar, die Thematik ist nochmal eine ganz andere, aber es ist halt so, dass mir das irgendwie besser gefällt, so, weil es Cyberpunk einfach so meins ist. Gut. Jetzt bin ich erstmal hier am Ende angelangt, wie gesagt, und falls ihr Observer System Redux gespielt habt, oder Observer einfach, wie hat's euch gefallen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren, und seid ihr auch Freunde des Cyberpunk-Settings, und falls ja, schaut doch nochmal gerne in meine Cyberpunk 2077 Playlist rein, das Spiel habe ich durchgespielt, von der Hauptstory her, und falls ihr noch weitere Tipps für Cyberpunk-Spiele habt, schreibt's mir auch gerne in die Kommentare, dann gucke ich mir die gerne mal an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Observer System Redux. Bis zum nächsten Mal.